Ach, das scheiß Viech kommt. Bestimmt Leute, die Assassin's Creed oder Batman sowas gespielt haben, kommen damit noch besser zurecht, aber... Wow, wow, dieses... Wieso ist das Interface so... Mit diesem Steuerungsding da. Gut. Die Gegend ist komplett clear. Hier. Okay, hier müssen wir diesen komischen Hauptmann finden. Gehen wir mal dahin. In die Mitte. Wo sind die Steine, die der Hauptmann für aber die neue Festung haben? Ist echt krass. Die ersten 2-3 Stunden gar kein Plan hier. Mal jetzt geht's langsam. Am Anfang bin ich vor 2 Gegnern davon gelaufen und hab mich eingepisst. Manchmal fühle ich mich aber so, Nico. Uruks würden sich niemals versklaven lassen. Lieber würde ich mich selbst enthaupten, als so etwas geschehen zu lassen. Kisten kann man nicht aufmachen, gell? Kein Glaub! Er ist riesig! So scheiße, wieder so ein dummes Viech da, ey. Oh mein Gott. Kann man, mit dem kann man es nicht aufnehmen, oder? Wofür läufst du denn davon, mein Freund? Geht das? Und mit der Macht hier. Komm her. Ich bin so geil mit das, was er da macht hier. Nie so ein Viech gesehen im Spiel. Krass, was ist denn da los? Sehr heftig. Und ich muss auch sagen, ich habe noch nie Herr der Ringe gesehen. Werde ich bestimmt auch viele dafür hassen, aber das ist halt nicht so meine Welt mit diesen Orks und Golems oder Gnomen, Elfen. Erstmal ein bisschen Gras essen. Kann ich hier hoch? Ja. Müsste hier sein. Jo, passt. Wir müssen diesen komischen Boss da suchen hier. Befindet sich im Vorgebirge. Warte, ich rieche etwas. Hier ist nichts, da ist nichts, da ist nichts, da ist nichts. Alles gut, da ist nichts. Nope, nope, nope. Da drüben hat sich etwas bewegt. Wo denn? Hier? Oh, da sind ja mehr, der Scheiß muss wieder weg. Fuck, fuck. Zu viele. Vorhin am Anfang, in der ersten Stunde, habe ich so viele Bosse gefunden, bin immer geschlachtet worden von dem jetzt. Wenn ich ein bisschen rantrauen könnte, finde ich keinen. Den genauen Ort könntest du nicht sagen, gell? Erstmal den Kopf an. Und dann den Kopf ab. Wie sinnvoll. Kopf reinstechen, dann Kopf ab. Können wir gleich Kopf ab, oder? Ach, die laufen weg von den Viechern. Ah, hier ist er da. Da ist er ja. Da ist der Häuptling oder der Boss da auf der Karte. Ui, wieso? Wow, was explodiert denn da? Du Scheiße, Alter. Gibt's da... Was machen die eigentlich alle? Die fliegen, gell, von dem Viech oder so.
Was ist denn das Gelbe auf der Karte? Ach, das ist Informationstyp da. Das Grüne ist das. Wir verschwenden unsere Zeit. Ich hab die Suche. Ach so, die. Oh oh, oh oh, oh oh, lass mich hier Ruhe. Na, scheiß Vibrationsdreck. Fuck. Sterbe ich eh, wenn ich das Ding angreife hier. Jetzt habe ich die ganzen Dinger gemacht, jetzt brauche ich den Boss. War der nicht vorhin auf der Karte so als Totenkopf markiert? Oder sehe ich das falsch? Der alte Hauptmann sah aus, als wäre er kurz davor, um sein Leben zu betteln, als er die Abschied. Diesen dummen Viecher, die lenken immer ab hier. Sein Nomine, sein Nomin. Thanks for the follow, appreciate it. Enjoy the show, have fun. And greetings from Munich, Germany, wherever you are in this whole wide world. Nom nom. Da ist er ja. Kann ich jetzt direkt markieren? Wisst ihr was? Ach so, das zeigt nur mein Ding so an. Ich selbst töte dich. Ach so. Stimmt, so kann ich ihn sehen, habe ich ganz vergessen. So könnte ich ihn sehen, theoretisch. Gibt es Zeiten, nutze ich die Sicht die ganze Zeit und dann gibt es Zeiten, da vergesse ich sie, dass ich sie überhaupt habe. So kann ich den sehen. Ah, schon heftig, wie der alles auseinander nimmt, der andere. Schon heftig. Ich finde es immer so cool mit anzuschauen. Wie die auseinandergenommen werden. Gefällt mir, erleichtert mir die Arbeit. Wo könnte dieser Typ sein? Es hat mich der Waldläufer sein verflucht. Wenn es wirklich Geister macht, sollten wir uns besser machen. Ich töte dich! Hab ich hier einen gepult? Nee, oder? Den Uruk habe ich eh gehasst. Hier. Dukta. Ist doch der, oder? Endlich. Macht 14, ach du Scheiße. Erleidet Schaden durch Fernkampfangriffe. Kann durch Fernkampfangriffe oder Schattenangriffe verwundet werden. Machen wir. Kriegen wir hin. Sprich, wir können hier boxen so. Und wir können schon mal mit Pfeilen von vorne rein ein bisschen schwächen. Erleidet Schaden durch Kampftodesstöße. Kann durch Kampftodesstöße verwundet werden. Immun gegen Schleichen, okay. Überwurf, bla bla, okay. Schneller Angriff. Mehrere Angriffe, die einzeln gekontert werden müssen. Das haben wir ja. Jetzt mal auf dem Weg ein bisschen freiräumen. Damit, weil diese Bosse schreien immer so wie kleine Uschis nach irgendwelchen Verstärkungstypen. Dann tauchen 3 Millionen auf dann. Kein Ding. So wie eine Pussy, hey. Anstatt dich zu stellen, schreien die da. Ja, komm her. Was war das? Ich weiß nicht. So. Nein, 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 scheiße, das ist ja auch hier. Oh oh. Das war jetzt nicht gut. Das war jetzt doof, Gags. Zerfetzt dein Fleisch! Macht nichts. Waldläufer! Versuch's nur weiter! Ich werde dich jedes Mal töten! Der hat eine Maske auf, gell? Der schaut nicht so aus. So ein voller Skeletor, ey.
Du kannst mir nichts anhaben. Kommen wir gleich nochmal her. Wir machen es nochmal gescheit hier. Wollen wir ein bisschen was gucken? Du verschwendest hier meine Zeit. Also nur Shotgun-Griffe, okay. Komm schon, Tag. Kriegen wir hin, kriegen wir hin. So nur ein bisschen in Sicherheit uns bringen. Boah, was da hinter uns ist hier. Du Scheiße. Jo, machen wir schon. Ein bisschen intelligenter angreifen. Was war das für ein Geräusch? Holt euch diesen Sklaven! Gut, durch Schattengriffe kann er verletzt werden. Testen wir das mal. Ist doch der Boss, oder? Du bist der Boss. Aber ich habe keine Geschosse. Fuck. Schau doch mal an diese Eskorte da. Jetzt weiß ich aber immer noch nicht genau, wie ich diese Geschosse kriege. Durch dieses Aussaugen mit der Hand oder durch dieses auf dem Kopf halten? Durch den Darth Vader Griff oder anderes? Hab unseren Anführer schon ewig nicht gesehen. Wo versteckt er sich? Hat sich irgendwo geeinsam. Also Schattenangriffe wären von, kein Problem von der Nähe auch. Mit, aber boah. Hört das mal an hier. Wie soll ich den denn einzeln da wegkriegen von dem? Ah, wird schon gehen mit herrufen und so. Ich hasse es. Aber die müssen wir irgendwie separieren, das ist Blödsinn. Ich glaube, die sind jetzt nur so zusammen, da wir so blöd gepult haben vorhin. Also ein Pfeil wäre nicht schlecht. Schauen wir mal, ob wir so ein... Als ich von der Jagd zurückgekehrt bin, habe ich etwas Seltsames gehört. Habt ihr das gesehen? Das war doch ein Mensch. Nope, es war kein Mensch. Jo, so habe ich Pfeile, okay. Also doch von der Ferne. Passt, jetzt kann ich ein bisschen was von der Ferne probieren. Da stand, er ist halt gegen so Schattenangriffe verwundbar. Und das ist ja ein Schattenangriff, glaube ich. Wenn wir diese Arbeit nicht erledigen, wird der Turm uns allesamt in Ketten werfen. Die Menschen halten uns für brutal. Wenn der Turm hier eintrifft, werden sie echte Feinde. Mal kurz testen, komm her. Egal, ob er mich jetzt sieht oder nicht. Okay, funktioniert. Okay. Jojo, geht. Ich wollte es ja nur testen. Ich bin ja hier nicht darum, ihn zu töten. Das ist ja ein cooler Typ hier. Oder auch doch? Weiß nicht. Mal gucken. Oh, das müsste ja auch. Das ist auch Schattenangriff eigentlich. Ja, weg. Wir gehen gleich weg. Lauf. Immer mit der Ruhe. Es war ein Gags, ja. Also klappt es mit der Schwäche. Ich wollte nur schauen, ob es klappt. Ich töte dich. Gut, dass nicht die ganze Armee hinter mir ist, nur die Hälfte. Ja, die Speere macht mich fertig. Ja, das geht nicht. Ja, muss weg. Boah, ich war jetzt zwar da, kurz davor, ihn zu töten, aber schwierig. Wow. Erstmal braucht der Gags ein bisschen Gras, dann geht's weiter. Ohne Gras geht's nicht. Hier. Auf geht's. Essen. Trinken, rauchen, scheißegal. Irgendetwas an ihm lässt selbst den tapfersten Anarchur vor Grauen aus dem Kampf fliehen. Der heilt sich eh wieder. Muss man schauen, dass wir noch angreifen früher. Ich glaube, er rennt am schnellsten von allen. Deswegen das, kommt er vielleicht auf. Alter, so eine geile Granate wäre da nicht schlecht. Da alle zusammenstehen. So, ich hab genug davon. Der Mörder ist doch schon längst mit euch dran. Okay, da ist er wieder. Grüß die Euler. Also auf geht's.